Sex im Alter. Man kann sagen, mit reiferen Jahren hat man ja schon einige Erfahrungen an Sexualität. Also es wäre traurig, wenn es nicht so ist. Und wenn, holen sie jede Menge nach. Aber ich finde, auch wenn man in dem Alter fortgeschritten ist, dass man A, sich überlegen soll, man hat ein Recht darauf, Frauen wie Männer. Sexualität ist ein Grundbedürfnis, wie Essen und Trinken. Es macht sie glücklich, es gleicht sie aus und sagen wir mal auch, egal wie alt man ist, es gibt immer ein schönes Gefühl, Sexualität zu genießen. Bei Sex im Alter hat man nicht mehr so den Drang wie in jungen Jahren, man muss, jedenfalls die meisten nicht, vielleicht gibt es welche, die das nie ablegen, aber gehen wir mal von denen aus, die Sex im Alter auch genießen möchten und da möchte ich Ihnen anraten, bringen Sie doch Ihr Auge mal mehr auf den Genuss, sprich zum Beispiel massieren Sie sich gegenseitig. Es gibt wunderbare ätherische Öle. Da gibt es anregende mit Zitrus, wo ich sag mal sich frisch fühlt. Es gibt natürlich Rosenöle, die wunderbar riechen, die es liebliche Frauen mögen das sehr gern. Es gibt natürlich dazu dann die Massagetechniken. Es geht nicht darum, eine medizinische Massage zu machen. Es geht sich berühren, weil die Haut ist ja unser größtes sensibles Organ. Es geht darum, sich auf den anderen einzulassen, sich auch für einen Liebesakt vorzubereiten. Zum Beispiel auch zusammen zu baden. Auch da können Sie ätherische Öle hineingeben. Ob Rose, ob eine Mischung. Da gibt es ganz, ganz viel. Es ist jetzt für mich etwas schwer, Ihnen anzuraten, welches wollen Sie. Es gibt Rezepte, auch in meinem Buch Die Liebesdiät finden Sie etwas dazu. Also da steht auch was dazu drin. Aber es gibt ja natürlich Bücher dazu. Es gibt natürlich im Internet was dazu. Sie können mich auch gerne anschreiben. Rose kommt immer gut. Wenn Sie es frischer wollen, sind mehr so diese Zitrusfrüchte. Ich finde, es sollte eine Mischung sein, diese Düfte, sie sollen sich so wohlfühlen. Gemeinsam abtrocknen, gemeinsam sich gegenseitig massieren, es zelebrieren. Dann kommt der Sex auch ganz alleine. Außerdem, Sex im Alter bedeutet auch, einfach mal sich gegenseitig zu streicheln, zu massieren und nicht unbedingt den Sexualakt auszuüben. Sich Zeit lassen, sich genießen, sich gegenseitig ein gutes Gefühl zu geben, sich zu schätzen, sich wert zu schätzen, zu respektieren, den anderen einfach so zu akzeptieren, wie er ist. Mal egal, ob die Haut ein bisschen faltiger ist oder nicht. Was soll's? Das ist der Lauf der Zeit. Trotzdem sind Ihre Gefühle da. Trotzdem ist der Wunsch nach Sexualität da. Lassen Sie sich das auf gar keinen Fall nehmen. Probieren Sie einfach auch diese weichen Techniken aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß daran.